Was das Auftreten der Krankheit in fortgeschrittenen Alter hingegen anbelangt, so ändern sich beispielsweise eigene physiognomische Merkmale, das Gesicht wird meistens länger, es kommt zu Gesichtsasymmetrien, häufig begleitet von Skoliose und Spreizfüßen, unter denen viele unserer Jugendlichen leiden, Leistenbrüche, Kurzsichtigkeit, Katarakt sowie sprachliche und psychomotorische Defizite. Aus rein genetischer Sicht hingegen ist das Katzenschrei-Syndrom eine strukturelle Chromosomenkrankheit, die während der Empfängnis auftritt und auf die Deletion eines der beiden Arme des Chromosoms 5 zurückgeht. In der Literatur, und ich spreche hier also nicht von eigenen Erfahrungen, sind die möglichen Äziologien dieser Stimmenmerkmale aufgeführt, die bereits bei der Geburt vorhanden sind. Bezug genommen wird zum Beispiel auf Kehlkopfanomalien, aber auch hier gibt es eine erhebliche Bandbreite, denn es wird von einem kleinen Kehlkopf gesprochen, von Hypotonie der Muskulatur, mit anschließender Hypertonie und Anomalien zulasten der Stimmbänder gesprochen. Und in eigenen Fällen wurden auch von einem normalen Kehlkopf berichtet. Auf der anderen Seite ist es äußerst schwierig, bei einem Kleinkind und auch bei einem Erwachsenen eine Kehlkopfbewertung vorzunehmen, da ich in jedem Fall eine invasive Untersuchung durchführen muss. So dass wir im Grunde genommen viele interessante Informationen von den Fachärzten bekommen könnten, die Zugang zum Kehlkopf erhalten, weil beispielsweise eine Anästhesie eingeleitet wird.